Ich habe mir was Cooles für ihn überlegt. Ich habe dann noch mit Gino ein bisschen bei Facebook geschrieben und ihm unter anderem auch nochmal gefragt, wo er denn herkommt. Er wohnt ungefähr 3 Stunden von mir entfernt. Hab nochmal mit meiner Süßen die Idee bequatscht, die ich in meinem Kopf hatte. Und die Idee ist folgende. Ich werde in den nächsten Wochen zu Gino fahren und mit Gino einen Tag richtig schön die Seele baumeln lassen. Essen, shoppen, das volle Programm auf meine Kosten. Ja, Monte, wo bist du eigentlich? Wolltest du nicht Gino besuchen? Du hast das bis heute nicht getan. Und wann hast du das Video hochgeladen? Vor über 2 Jahren. Was geht ab, Leute? Lejanko hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, wir haben gerade 5 Uhr morgens und ich drehe jetzt einfach gerade ein Video. Wir haben ja jetzt wieder Ferien und mein Schlafrhythmus wurde einfach auseinandergenommen. Mein Schlafrhythmus wurde nach 2 Tagen schon auseinandergenommen. Ihr habt wahrscheinlich schon im Titel gelesen, um welche Person es sich heute handelt. Es geht heute um Montana Black. Nur mal so, ich habe nichts gegen Montana Black, so, ich finde ihn sogar eigentlich mega korrekt. Aber er hat eine Sache abgezogen, die einfach unkorrekt war. Wieso und weshalb ich dieses Video drehe, werdet ihr auch später erfahren. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. So, ich war auf YouTube unterwegs, dann habe ich ein Video entdeckt, wo Montana Black auf andere YouTuber reagiert. Und dann hat er auch auf diesen YouTuber reagiert. Dieser YouTuber nennt sich Fatih Bratte. So, ich blende auch mal kurz hier eine kleine Szene ein. Übrigens, mir fällt gerade was ein. Habt ihr Bock, dass wir mal einen YouTuber kurz auseinandernehmen und seine YouTube-Karriere gefühlt beenden, Kappa? Hier, wir haben den Fatih Bratte, kennt ihr den? So, ich erkläre euch das mal kurz. Der YouTuber Fatih Bratte hat ein Video hochgeladen, ein Fortnite-Video zusammen mit seinem Bruder. Bei jedem Kill hätte der Bruder irgendwie eine Schelle kassiert. Und ja, was ist jetzt komisch an diesem Video? So, dieser Fatih Bratte hat ein Gameplay geklaut von einem kleineren amerikanischen YouTuber und hat es so seinen Zuschauern verkauft, als wäre es irgendwie sein Gameplay. Sozusagen hat er einfach auf ein Video reagiert und so getan, als wäre das sein Gameplay, obwohl das gar nicht sein Gameplay war. So, was ist dann passiert? Der YouTuber Fatih Bratte hat ein Video gedreht, hat sich bei seiner Community entschuldigt und hat sich auch mehr oder weniger bei Montana Black entschuldigt, obwohl er sich gar nicht entschuldigen musste. Also ich bin ehrlich, Leute, wenn ein YouTuber seine Fehler einsieht und sich dann bei seiner Community öffentlich entschuldigt, dann ist das doch okay. So, er hat seine Fehler eingesehen, er hat sich entschuldigt. Und ja, ja Leute, was ist dann passiert? Ja, Montana Black hat dann wieder auf sein Video reagiert, war so wieder am Rumhacken, so meinte, nein, das geht nicht, dies, das geht nicht, das macht man nicht, warum nimmt er das Video nicht offline? Das hatte ich auch eigentlich gar nichts anzugehen, ob er das Video jetzt offline stellt oder immer noch online stellt. So, du hast damit nichts zu tun, lass ihn doch, ist doch sein Video. Der hat sich entschuldigt und Punkt. So Leute, das, was ich krass finde, ist, dass er gemeint hat, sollen wir mal eine YouTube-Karriere beenden. Also du meintest, dass du eine YouTube-Karriere beenden möchtest. Wegen so einer Kleinigkeit, Monte, ich bitte dich. Ja, Monte, aber da ist ja jetzt noch eine Sache offen, ne? Ihr kennt ja alle noch wahrscheinlich Gino. Wer ist Gino? Gino ist ein Junge mit Glasknochen, also er hat eine Glasknochenkrankheit. Und ja, ist ein Kollege von mir so. Ich bin mit denen aufgewachsen. Ich kenne ihn schon seit der 1. Klasse. Und ja, er war mal ein Fan von Montana Black. Und er hat sich auch mit Montana Black in der Gamescom, glaube ich, getroffen. Oder auf der Gamescom getroffen. Mein Deutsch ist tot, ich weiß. Sie haben sich dort dann ein bisschen kennengelernt, haben Bilder zusammen gemacht und ja. Das war's. Was ist dann passiert, Leute? Montana Black hat ein Video hochgeladen. Anders als ihr. Real Talk. Ich kann das ja jetzt kurz einblenden. Und ich habe mir was Cooles für ihn überlegt. Ich habe dann noch mit Gino ein bisschen bei Facebook geschrieben und ihm unter anderem auch nochmal gefragt, wo er denn herkommt. Er wohnt ungefähr 3 Stunden von mir entfernt. Hab nochmal mit meiner Süßen die Idee bequatscht, die ich in meinem Kopf hatte. Und die Idee ist folgende. Ich werde in den nächsten Wochen zu Gino fahren und mit Gino einen Tag richtig schön die Seele baumeln lassen. Essen, shoppen, das volle Programm auf meine Kosten. Also das hört sich auf jeden Fall gut an so, aber schaut mal weiter. So, dann rufen wir den Schlinger mal an. Alles klar, weggedrückt. Hallo? Oh, hey. Oh mein Gott, Monte? Ja? Digga, ich hab übelst ein Herzklopfen, Alter. Aber nicht, dass du mir da wegklappst, Diggi. Aber hör zu, Digga, weswegen ich jetzt eigentlich überhaupt angerufen hab. Ich hoffe, du freust dich darüber, aber ich habe mir einfach gedacht, so ein korrekter Lümmel wie du hat es einfach verdient, dass er auch nochmal Monte von der anderen Seite kennenlernt. Und ich habe gestern mit meinem Vibe ein bisschen geschnackt. Und was hältst du denn von dem Vorschlag? Ich kann dir natürlich jetzt nichts Genaues sagen, aber was hältst du von dem Vorschlag, wenn ich mal in den nächsten Wochen zu dir runtergecruised komme mit meinem Vibe und wir einfach mal einen Tag zusammen verbringen, schön shoppen gehen, alles natürlich auf meine Kosten, ist klar, Digga. Digga, meinst du das jetzt ernsthaft? Das wäre richtig geil einfach. Ey, aber... Digga, ich weiß nicht, Alter, mein Herz klopft so hart. Geil, Alter. Mit dir
den Kopf zu gönnen, ne? Das wäre so geil, Alter. Ja, wir können auch die ein oder andere Shisha dann blubbern lassen. Ja, Monte, wo bist du eigentlich? Wolltest du nicht Gino besuchen? Du hast das bis heute nicht getan. Und wann hast du das Video hochgeladen? Vor über 2 Jahren. Ja, egal, Leute, das hat mich auch eigentlich nichts anzugehen. Aber was ist dann passiert? Gino hat ja auch einen YouTube-Kanal, der heißt Scarman, Links natürlich in der Beschreibung. Er hatte ein Video hochgeladen, das hieß, Monte ist nicht gekommen. Und das Video kam aber erst nach 1 Jahr. Er hat dann halt drüber gesprochen, dass er ein bisschen enttäuscht war, dass Monte ihn nicht besuchen kam oder dass er sich gar nicht mehr danach gemeldet hatte. Also ich finde das auf jeden Fall traurig, Digga. Der war ein Fan von dir. Der war da 15 Jahre alt. Gib dir mal 15 Jahre alt. Kann sein, dass er dich dann jeden Tag genervt hat und dann nachgefragt hat, wann du kommen willst. So, also das kann man nachvollziehen, wenn er dich nerven würde. Allgemein habt ihr nicht gerade im Gespräch gehört, wie Gino sich gefreut hatte? So, ich finde das krass. By the way, das Video von Gino wurde runtergenommen. Das wurde von YouTube gesperrt, weil er dort eine Shisha geraucht hat. Auf jeden Fall hat da Montana Black das Video von Gino kommentiert und hat dort geschrieben, ja, er war genervt und hatte nie Zeit, er ist umgezogen und sonst was. Kann man auch verstehen. Kann man wirklich verstehen. Kann man noch ein bisschen nachvollziehen. Aber dass du schreibst, ja, du hast mich genervt, ich finde das schon ein bisschen traurig. Aber trotzdem hat er die ganze Situation so gelassen. So. Er hat irgendwie keinen neuen Termin geplant oder keine neuen Aktivitäten geplant mit Gino. Das war dann einfach noch so offen. Ja, Leute, was ist dann passiert? Der liebe Tanzverbot hat ein Video hochgeladen über Montana Black. Das hieß, Montana Black betrügt einen Fan. So, ich brauche jetzt diese Videos nicht einzublenden, ihr könnt die ja selber nachschauen. Ja, dort hat er dann über Montana Black geredet, was für eine dreckige Aktion der abgezogen hat, so dass er sich gar nicht mit Gino getroffen hat und das nach über 1,5 Jahren. Aber jetzt kommt das Krasse, Leute. Was ist dann passiert? Montana Black stand ganz behindert da. Was heißt ganz behindert? Der stand einfach scheiße da. Er hat einen krassen Hate natürlich abbekommen, was man auch verstehen kann. So, trotzdem wünsche ich niemanden Hate oder sonst was. Es sei denn, die Person hat es auch verdient. Komisch finde ich aber, dass Montana Black auf einmal drauf reagiert hatte und dann auf einmal ein Video zusammen mit Gino gedreht hatte. Halt per Skype, ne? Die haben sich nicht getroffen, die haben einfach per Skype geredet und ein Video aufgenommen. In diesem Video hat er dann mit Gino geredet und ja, die haben halt sozusagen einen neuen Termin geplant. Was heißt Termin so? Die haben keinen Termin geplant. Er meinte halt, dass er dann in der nächsten Zeit das alles nachholen wird. Überleg mal, Gino ist in den Rücken von Tanzverbot gefallen, nur wegen dir. Nur wegen dir, weil er ein treuer Fan war und ja, dich gefeiert hatte. So, was ist dann passiert? Leute, es sind fast 3 Jahre um. So, er hat sich immer noch nicht bei Gino gemeldet. Und ich stehe mit Gino im Kontakt. So, wir wollten auch eigentlich zusammen dieses Video drehen. Ich drehe das jetzt einfach auf spontan, weil ich Bock drauf habe. So, du hast dich immer noch nicht mit Gino getroffen, so. Ich finde das langsam traurig, Monte, so. Und dann höre ich auch noch, dass du irgendwelche YouTube-Karrieren zerstören möchtest, wegen solche Kleinigkeiten. Überleg mal, du hast das Schlimmste gemacht, was ein YouTuber machen konnte. Du hast einen Fan sitzen lassen. Einen Fan, einen treuen Fan. Digga, ich war vor ein paar Tagen noch bei dem zu Hause. Hinter seinem Bett liegt noch ein LED-Licht mit deinem Namen. Montana Black, er hat es extra für dich gebaut, extra für dich machen lassen. Er wollte es dir schenken. Überleg dir das mal. Du hattest damals die Ausrede genommen, dass du irgendwie umgezogen bist oder dass du einen neuen Hund gekauft hattest, dass du jetzt ein Haustier hast und es jetzt schwer ist, irgendwie Zeit zu finden, sich mit Gino zu treffen. So, das konnte man noch verstehen, so das hätte man dir noch verzeihen können. Aber dass du jetzt immer noch keine Zeit gefunden hast, dich mit Gino zu treffen, ist schon peinlich, ja? Leute, was ich traurig finde, ist, dass er nach seinem Versprechen einfach noch andere Zuschauer besuchen gegangen ist, aber das mit Gino einfach so zur Seite ließ. So, ich möchte mal jetzt deine Ausrede hören. So, man kann sich aus dieser Sache einfach nicht rausreden. So, Monte, ich weiß, dass du dieses Video sehen wirst. Leute, kommentiert einfach bei seinem Video. Überall Hashtag Team Junko oder irgendwie guckt Junkos Seite oder was weiß ich. So, der soll auf jeden Fall aufmerksam werden und der soll sich auch dieses Video geben. Ich bin gespannt, was du sagen wirst. So, Monte, nochmal an dich. Ich habe nichts gegen dich. Ich finde dich sogar mega korrekt. Aber ich finde nur eine Sache eklig und die Sache, die du gerade abgezogen hast. Das mit Fatih Bratte, dass du irgendwelche Karrieren beenden möchtest. Nur wegen so einer Kleinigkeit, obwohl du 10-mal schlimmer bist. Weißt du, was ich meine? So, ich möchte auch niemanden schlecht reden. Kann sein, dass er wirklich private Probleme noch hatte. Irgendwelche krassen Probleme. Keine Ahnung, kann ja sein, dass in der Familie jemand krank war oder so. Ich möchte da jetzt niemanden schlecht reden. Ich möchte einfach nur deine Meinung hören. Ich möchte einfach nur deine Aussage hören. Ich will mal einfach nur sehen, wie du dich jetzt da rausreden möchtest. Ja, Leute, was ist denn eure Meinung? Schreibt mal bitte eure Meinung in die Kommentare. Und ja, was ich euch noch kurz sagen wollte, ist, Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall aktiver. Wir haben jetzt Ferien und ja, freut euch auf jeden Fall auf Videos. Ja, Leute, lasst ein Like da. Auf ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Folgt mir auf Snapchat, folgt mir auf Instagram. Links sind natürlich in der Beschreibung. Und ja, meine Freunde, passt auf euch auf. Macht keine Scheiße. Und ja, meine Freunde, haut rein. C'est ma vie, mon ami, t'es qu'un cocaïne, je meurs pour la famille. C'est ma vie, mon ami, c'est ma vie, mon ami, c'est ma vie, mon ami. 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 Ich hab Wachsen verdient und verfolge mein Ziel.